Willkommen zur 9. Ausgabe von Zeitgeist, meine Damen und Herren. Unser heutiger Gast ist ein renommierter Politikwissenschaftler, und zwar Herr Professor Dr. Patzelt, Emeritus der TU Dresden. Er ist spezialisiert auf das Gebiet politische Kultur, besonders Ostdeutschlands, Parteienforschung und auch beschäftigt sich, glaube ich, auch sehr mit dem Begriff des Konservatismus und politischen Strategien. Daher die Frage, jetzt haben wir in Ostdeutschland, Sie leben da seit ungefähr 30 Jahren, kommen aus Passau, vielleicht eine etwas andere politische Kultur. Wir hatten als letzten Gast Herrn Frank A. Meyer, der war Schweizer, und da ging es auch um politische Kultur. Inwieweit ist die ostdeutsche politische Kultur ein Spezifikum oder anders als die westdeutsche? Jeder Blick auf die Wahlergebnisse, auch auf mancherlei Umfragen, wenn man ihn geografisch darstellt, lässt den Umriss der Deutschen Demokratischen Republik wieder auflebern. Und das auch 30 Jahre nach ihrem Ende. So dass sich eine sehr kurze Antwort auf Ihre Frage wie folgt formulieren lässt. Natürlich hat Ostdeutschland immer noch eine anders akzentuierte politische Kultur, hat anders akzentuierte Lebensverhältnisse, von denen ich nur ansprechen will, dass der Vermögensbestand der ostdeutschen Bürger deutlich unterhalb des Vermögensbestandes der Westdeutschen liegt. Und seit Marx wissen wir ja, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt. Und eben das ist in Ostdeutschland ganz ohne Zweifel der Fall. Und seit Telkamp wissen wir auch, glaube ich, dass das Treffen an Käsetheken von Westdeutschen Groll auslösen kann. Denn er hatte ja sich ja ungefähr vor 10 Monaten geäußert, der Autor Uwe Telkamp, dahingehend, dass er immer Ungernes erlebt, wenn er an Käsetheken in Blasewitz oder in Dresden, Blasewitz ist, da auf Westdeutsche trifft, die dann Positionen innehaben und einen dann belehren. Also vor allen Dingen aufgrund der Vermögensverhältnisse oder ererbten Strukturen aus dem Westen, das ist, glaube ich, so eine Argumentation. Ist das ein starker Groll, der dann nachhalt bis heute? Sagen wir so, es ist nicht nur in Dresden, aber eben ganz besonders auch in Dresden und wie in den anderen großen sächsischen Städten auch so, dass ein nennenswerter Teil der neuen Oberschicht aus dem Westen zugewandert ist, während viele, die sozusagen die alte Oberschicht ausgemacht haben, machtmäßig als SED-Funktionäre, bildungsmäßig als Bildungsbürgertum, das in Städten wie in Dresden die DDR ziemlich unbeschadet, wenn auch gerupft, überdauert hat, das ist die alte Oberschicht, die sich jetzt überformt und überschichtet empfindet und es auch ist durch Westdeutsche. Wenn Westdeutsche sich sozusagen einfügen, Verständnis entwickelt haben für ostdeutsche Befindlichkeiten und mit Empathie auf Ostdeutsche zugehen und mit ihnen sprechen, sind es ganz schöne Erfahrungen. Ich selber bin mit einer ostdeutschen Frau verheiratet und lebe gleichsam in beiden Welten. Wenn aber Westdeutsche ihrem Hang nachgeben, nicht nur reicher zu sein als viele Ostdeutsche, sondern auch alles besser zu wissen und Ostdeutsche zu belehren, insbesondere im derzeitigen Kulturkampf zwischen woken Westlern und nicht ganz so woken Dunkeldeutschen aus Ostdeutschland, um es zuzuspitzen, dann fliegen natürlich die Funken. Und wenn jemand in einer exponierten Lage ist wie Telkamp und auch seinerseits sich nicht scheut, Klartext zu sprechen, dann kann es dann schon zu Szenen geben, die für einen Schriftsteller literarisch abhandelswürdig sind. Ohne jetzt Werbung für mein neues Buch zu machen über Polemik, aber ich habe ausgemacht, Sie deuteten das an, es gibt die woke Kultur im Westen und die weniger woke im Osten. Es gibt ja allgemein in westlichen Kulturen das Phänomen der sogenannten Somewheres und der Anywheres. Ich habe noch hinzugefügt, es gibt auch die Nowheres. Wir sahen es vielleicht zu Silvester, so würde ich das benennen, Leute, die sich Gehör verschaffen, weil sie es eigentlich nirgendwo geschafft haben. Die Somewheres haben es ja immerhin irgendwo geschafft. Und Dresden scheint mir so eine Twitter-Funktion einzunehmen. Dresden hat einerseits, glaube ich, natürlich Landeshauptstadt, sehr viel Kultur, Museen der höchsten Kategorie, eine hervorragende Universität, auf der Sie ja auch unterrichtet hatten oder geforscht haben. Aber andererseits gibt es noch einen stärkeren Magneten, der Berlin heißt und auch viele in 200 Kilometer entfernte Berlin abzieht. Ist das so ein bisschen wie im Fußball, dass nur ganz wenige Anywheres werden und die Somewheres dann, auch wenn sie in Dresden wohnen, leicht frustriert darüber sind? Ich würde es anders sagen. Somewheres sind jene, die nicht die Chance haben, aufgrund ihrer Sprachkenntnisse, ihres Berufes, ihrer inneren Risikobereitschaft, anderswo hinzugehen. Ich meine, ein deutscher Schullehrer ist im Wesentlichen an sein Bundesland gebunden. Eine Krankenschwester
aus Deutschland kann nicht so schnell in New York heimisch werden. Hingegen kann einer aus dem Bereich der Wissenschaft, einer aus dem Bereich der Wirtschaft sich überall hinbewegen, sodass sozusagen auch die Empfindung, ob die eigene Lebenswelt bedroht wäre durch gleich wen, für einen, der zu den Samwers gehört, eine ganz andere Dimension hat als für Anywhers, für denen es egal ist, wenn plötzlich das Berliner Schulsystem nicht mehr funktioniert. Wahrscheinlich ist das Schulsystem in Singapur ohnehin stabiler und besser. Und nachdem man dann gut Englisch kann, ist es auch kein Problem, statt in Berlin in Singapur weiterzuleben. Oder innerhalb Berlins eine Privatschule anzusteuern, die international geprägt ist. Oder was weiß ich, eine Schule, eine elitenhafte gymnasiale Schule für die Kinder. Das ist ja eine der Pointen von so mancherlei Bildungsreformen. Jene, meistens sind es Sozialdemokraten und Grüne, die am intensivsten fortschrittliche Reformen unseres Bildungssystems fordern und auch Inklusivität verlangen. Sie sind, soweit ich aus Zeitungsberichten zutreffend informiert sein mag, sie sind am ehesten dabei, für ihre Kinder möglichst keine Schulen mit großen Ausländeranteilen und möglichst noch mit klassischen Bildungsstandards, die hochgehalten werden, und vernünftigen Umgangsformen zu finden. Und das ist natürlich ein Problem, wenn sozusagen manche Leute von den Früchten ihrer eigenen politischen oder gesellschaftlichen Tätigkeit dann eher unangenehm berührt sind, aber um keinen Preis zugeben möchten, dass sie besten Willens gewiss das Land und Teile ihrer Kultur in die falsche Richtung gesteuert haben. Aber jetzt denke ich noch mal daran, diese unterschiedliche Prägung. Bis 1990 oder 89, sagen wir mal, das ist ja schon 33 Jahre her, gab es den Eisernen Vorhang. Und heute gibt es ja das Bild vom Permafrost, der vielleicht durch den Klimawandel auftaut und dann Dinge freilegt, die Jahrtausende im Frost waren, und dann entsteht da etwas. Und wenn ich mir den Osten anschaue, Deutschlands und vielleicht auch Polen, die politische Kultur Polens wird ja auch immer angeprangert, oder Ungarns, auch mit Recht, sagen wir mal. Populistische Tendenzen, erzkonservative Tendenzen, die über das Liberale weit hinausgehen und europäische Standards verletzen. Könnte man sagen, dass dieser eiserne Vorhang etwas eingeschmolzen hat, sodass es unterschiedliche Entwicklungen gab? Ich denke beispielsweise an Ekle Alfred, die kennt man ja, die Serie. Da gab es die Folge Besuch aus der Ostzone. Und bei dieser Folge sagte, glaube ich, der Schwiegersohn, in der DDR gibt es noch Angewohnheiten, die gibt es in Westdeutschland schon lange nicht mehr. Die DDR ist deutscher als Deutschland. Wirkt das bis heute nach? Also die Serie ist 50 Jahre alt und die Einheit ist 33 Jahre alt. Man wird zwei Sachen dazu sagen müssen. Die Aussage, Ostdeutschland sei im Selbstverständnis deutscher als Westdeutschland, sie trifft zweifellos zu, weil innerhalb des Ostblocks man als DDR-Bürger stolz darauf war, dass es im Vergleich zur, wie es hieß, polnischen Wirtschaft oder der lustigen Baracke Ungarn oder gar dem grobschlächtigen Russland in der DDR gesittet, technisch verlässlich, kurz eben nach deutschen Mustern zuging. Außerdem hatten Ostdeutsche nie ein Problem, sich als Deutsche zu bezeichnen, und nie ein Problem damit, die Gesamtheit der deutschen Geschichte von der mittelalterlichen Geschichte über die ganzen Verwirrungen und Vergehen der deutschen Geschichte bis zur Gegenwart als eine Einheit wahrzunehmen, der man angehört. Was im Westen viel anders war. Im Westen, um ganz klein wenig abzuschweifen, ist der Reiz der europäischen Einigung ja ganz wesentlich auch der gewesen, dass man sozusagen in die Zeit vor dem Sündenfall der Bismarckschen Reichseinigung zurückkehren könnte und dann wieder entweder Europäer oder Schwabe oder Hanseat sein könnte, ohne sozusagen dieses Stigma des Deutschseins haben zu müssen. Insofern ist Ostdeutschland tatsächlich vom Selbstverständnis her, auch von der Ausdrucksgebung des Selbstverständnisses her, deutscher als Westdeutschland, was von westdeutscher Warte aus dann leicht wahrgenommen wird als Nationalismus, Chauvinismus, unverbesserliches Rückwärtsgewandtsein. Das andere, was man sagen muss, ist, dass der Vergleich westdeutscher und ostdeutscher Kultur ab und zu deswegen in die Irre führt, weil der vergessen macht, dass Ostdeutschland Teil der sozialistischen Staatengemeinschaft gewesen ist und durch die Jahrzehnte des Kommunismus so geprägt worden ist, wie eben auch die Polen, auch die Ungarn, auch die Tschechen, auch die Slowaken überformt worden sind, sodass man die Eigentümlichkeiten Ostdeutschlands noch besser versteht, wenn man Ostdeutsche mit Polen, mit Ungarn, mit Tschechen vergleicht. Und wenn man beides unterlässt, also nicht begreift, warum
Ostdeutsche sozusagen deutscher sind als Westdeutsche und zugleich es unterlässt zu begreifen, dass Ostdeutsche 40 Jahre lang sozialistisch geprägt waren und folglich den Polen ähnlicher sind als den Westdeutschen, in manchen Hinsichten wohlgemerkt, dann missversteht man Ostdeutschland. Wobei jetzt der Lackmustest, der neue Krieg zwischen der Ukraine und Russland und der Ukraine, also zwischen Russland und der Ukraine ist, da muss man ja betonen, dass Russland der Aggressor ist. Da ist Polen sehr, sehr empfindlich und ich habe den Eindruck, dass in der AfD, die ja sehr stark in Ostdeutschland auch vertreten ist, ja durchaus Russland immer wieder verteidigt wird. Das ist dann, glaube ich, ein Unterschied bezogen auf Russland. Ist Russland wieder ein Sonderfall, wenn man von Ostdeutschland guckt im Vergleich zu Polen? Oder das ist ja sehr spezifisch und Westdeutsche tendieren vielleicht, das alles sehr zu vereinfachen. Russland ist aus ostdeutscher Warte etwas anderes als aus polnischer Warte. Aus polnischer Warte ist Russland jenes Nachbarland, das nicht nur einen Teil Polens sich angeeignet hat, sondern auch jenes aggressive Nachbarland, das den Kommunismus in Polen gestützt hat, das sich nicht gescheut hat, in Ungarn, in der Tschechoslowakei zu intervenieren und das durch die Besetzung der Krim, durch die Besetzung der Ostukraine und durch den Beginn des Krieges gegen sozusagen die Restukraine seinen weiterhin imperialen, ausgreifenden, aggressiven Charakter unter Beweis gestellt hat. Und es sind die Polen nun einmal unmittelbare Nachbarn. Infolgedessen fühlt sich Russland für einen Polen sehr anders an als für einen Ostdeutschen. Im Fall von Ostdeutschland ist es so, dass eines Teils keine unmittelbare Nachbarschaft gegeben ist. Man wird ja abgeschirmt sozusagen durch Polen als Puffer zwischen dem russischen Machtbereich im engeren Sinn und der eigenen Lebenswelt. Und zum anderen ist in Ostdeutschland die Verbindung zwischen Russophilie und Antiamerikanismus noch wesentlich ausgeprägter als in Westdeutschland. Es haben schon die Untersuchungen der Rechtspopulisten, die damals als Pegida auf die Straße gingen, gezeigt, dass sie, diese Rechtspopulisten, ganz stark, also die Rechteren unter ihnen im Vergleich zu den weniger Rechten unter ihnen, um es präzise zu sagen, durch einen stärkeren Antiamerikanismus und durch eine stärkere Russophilie gekennzeichnet waren. Nun ist Ostdeutschland das Land, in dem die AfD groß wurde, in dem die AfD in manchen Teilen die stärkste Partei ist. Und in der AfD widerspiegelt sich die Grundeinstellung. Unsere eigentlichen Feinde oder unsere eigentlichen Rivalen sind die Amerikaner, die alles nach ihren Launen ausrichten, die ihrerseits nach Lust und Laune intervenieren, ob im Irak oder in Afghanistan, wohlgemerkt, ich zitiere jetzt AfD und bringe keine eigene Analyse vor, die sich alles erlauben können. Wenn aber Russland, das man schmählich hintangestellt, missachtet, herabgesetzt hat nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, sich bemüht, die Restbestände seiner grenzsichernden Räume wieder unter eigene Kontrolle zu bekommen, da machen die Amerikaner einen gewaltigen Aufriss. In Wirklichkeit weiterhin AfD-Wahrnehmung, die ja von vielen Ostdeutschen geteilt wird. Wenn also die Amerikaner jetzt uns zu Sanktionen drängen, die dazu führen, dass unsere Energiepreise steigen und unsere Industrie Probleme bekommt mit der energetischen Basis, dann gehen die ihren eigenen Wirtschaftsinteressen nach. Was wäre also eine vernünftige Haltung? Wir sollten uns raushalten. Unschön, dass die Russen die Ukraine überfallen haben, aber das ist bitte nicht unser Krieg. Und den Amerikanern wollen wir ohnehin nicht mit einem Begriff des 18. Jahrhunderts als Festlandsdegen dienen. Das ist sozusagen die Gedankenwelt, in der dann Ostdeutsche, insbesondere das besondere Ostdeutschtum, das von der AfD zum Ausdruck gebracht wird, ganz anders ticken als die Polen. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.